Okay, was geht ab? VLOL. Eieiei. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, Sasa Box ist am Start hier, Bruder. Übertrieben krasse Box. Sag mal was zu euch. Sag mal, Sasa Box, Bruder. Miese Box. Bratan, von Bratan zu Bratan. Von Sasa zu Rusak. Auf jeden Fall hier, Alter. Größen. Audiovisuell Sasa Box. Schönes Cover. Sehr schöne Box auf jeden Fall, lohnt sich zu holen, ja, jeder soll sich diese Box holen und schon beim Anfassen kriegt man geile Gefühle. Ja Mann, da bin ich schon nicht gekommen. Guck mal, ich hab voll die feuchten Hände, das ist wie dich. Kannst du die Lüftung anmachen bitte? Okay, jetzt gucken wir mal drinnen, was abgeht. Boah, aber nimmst du so schön, klingt schwitzig. Ja. Jawohl. Sasa. Okay, wir sind hier bei dem Box. Oh ja, viel Problem. Okay. Das erste bist du. Baba. Sehr schöne Tasche. Und wie gesagt, meiner Meinung nach kann man das für verschiedene Sachen benutzen. Also nicht nur um den Hals. Natürlich. Frauen auch, wie gesagt, als Tasche, ja, wenn ihr in die Stadt geht, einkaufen, könnt ihr auch schön so, ne? Bisschen Platte reinstecken. Ein bisschen Platte reinstecken, falls mal die Tasche voll gekrempelt ist, wie immer bei den Frauen, ne? Wenn man es kennt. Ja, auf jeden Fall. Mein Geld. Sehr schöne Tasche. Auch natürlich für die Straßendiener, Mädchen, alles ganz drauf. Hinten auch noch so lange Fächer für Joannas, könnt ihr auch. Für Joannas auch, für große Blanz. Die Blanz auch, die Kugeln auch. Großkaliber. Okay, auf jeden Fall, die Tasche lohnt sich. Geschenkt, das kann man für viele Sachen benutzen. So sieht's aus. Und, und jetzt kommt das T-Shirt der T-Shirts. Dieses Shirt, die Tage sind gezählt, seht ihr das? Die Monate, Bruder. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, stand das schon mit? Nein. Doch, Digga, hier ist das. Warte mal, was machen wir denn hier? Warte, ich zähl mal. Das ist ja falsch gemacht oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, genau richtig. Auf jeden Fall hier audiovisuell, du hörst, was du siehst. Sehr schönes Shirt. 26 Monate mitgebracht in dem Shirt. Und das Logo ist auch hinten drauf, du weißt doch. Audiovisuell, Anarchie mit drin verbunden. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, das ist auch für euch da drin. Für die Leute, die die Box vorgestellt haben. Erwartet dieses T-Shirt. Und jetzt kommt die Golden Eye. Nein. Jetzt kommt das. Jetzt kommt was ganz Mieses. Der Golden Sticker. Der Golden Sticker. Auf jeden Fall, das sind echte Golden Nuggets besprüht. Also wenn man euer Autozeichen vom BMW verschwindet, dann könnt ihr einfach Häusle sein Dings. Einfach da vorne drauf hin. Nee, ja, alles viel Lux. Das ist ein Sportwagen-Logo. Mieses. Visuell. Audiovisuell. Digitale Autos. Ja, und hier, Karte, meine Postkarte auf jeden Fall mit Unterschrift. Ich musste ganz viele unterschreiben davon. Die andere Seite ist frei für die Leute, die nur das Bild sehen möchten. Sehr gute Idee auf jeden Fall. Nicht nur mal von einer anderen Seite, weißt du, mal was ich immer weiß. Ne? Sehr schön. Baba. Und jetzt kommen wir zu der Modelabteilung. Hugo Boss, der Sanchez-Fan. Baba, bist du da? Ja, komm mal bei mir. Wenn ihr wisst, welches Tor das ist, also wenn ihr wissen wollt, welches Tor das ist, bei dem ich momentan davor stehe, das ist die Villa von Elvis Presley in Deutschland. Wirklich jetzt? Ja. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Hotel Grunewald, gell? Krass, Alter. Da ist ja früher reingegangen jeden Tag, gell? Da war er am Wohnen, Bruder. Der war stationiert hier in Deutschland. Ist er auch da rausgelaufen? Ja, ja. Der ist auch reingelaufen. Der ist auch reingelaufen, ne? Wie geil, Alter. Aber ich weiß gar nicht gewusst, wann man hat, Alter. Okay, dicke Infos kommen auch bei diesem Unboxing raus. Auf jeden Fall. Okay, jetzt kommen wir zu dem zweiten. Baba Bild, Alter. Ja. Yeah. Also kann mir keiner mehr was mal nachmachen hier in Deutschland mit dem Bild. Das ist einfach nur Banlieue à la Eiffeltürme 4-3. Ja. Du weißt, was ich meine? Meine Stadt Essen. Genau, das E ist immer. Das E ist immer da drin. Immer schön. Sehr schönes Bild auf jeden Fall. Das zeichnet sich auch. Jawohl. Auf jeden Fall macht Spaß. Und jetzt kommen wir zum Goldstück, zum Diamond.
und hast du nicht gesehen. Das ist die Premium-Edition. FSK hat entschieden, ab 12. Ab 12, ja. Aber. Geht, Bruder. Aber, natürlich, Bruder, wenn es jetzt auch nicht mehr könntest, du China kaufen, weißt du, ich weiß. Aus, Alter. Und sehr, sehr gut. Bevor ich die CD jetzt zeige, zeige ich noch die DVD. Wasted in Istanbul. Ja, aber die DVD ist mies. Brutale DVD auf jeden Fall. Ist auch da drinnen. Ja, so sieht die CD aus. Baba CD, auch. Ja. Ne? Jawohl, Alter. So, in Istanbul. Die City ist auch zu sehen drinnen. Schönes Bild auch. Bin ich das sehen wollen. Ich soll Pause jetzt drücken, wenn ihr das beobachten wollt. Baba. Okay. Sehr schön. Und zum wichtigsten Teil? Ja, die CD. Aus. Vorne das Logo, hier mit mir. Doppel-CD, ne? Das ist ein Instrumental drin. Instrumental, zwei CDs. Und das ist die Rückseite, ich kann euch die gerne vorlesen. Ja. Oder ne, lieber nicht. Oder doch? Gleich. Warten noch ein bisschen. Coming soon. Okay, ich zeige euch mal das CD. CD sieht so aus. So. Papa. Dann kann man einmal aufmachen. Ja, dann nochmal. Die wahren Fans, die könnt ihr schon Bilderrahmen holen für 2 Euro. Beim, weiß nicht, bei irgendwelchen Läden, wo es halt billig gibt. Bei Links, bei Rudis Reste Rampe. Ja, bei Teki und so. Gibt doch diese Euro-Läden und sowas. Holt euch Bilderrahmen, holt euch Bilderrahmen, dann nehmt ihr das Poster von Wesley, macht das rein und macht die CDs unten dran. Und dann habt ihr das schön als Rahmen drin. Aber das gleiche macht ihr auch bei meinem Bruder. Genau. Aber so und so, so bleibt es dann schön in eurer Wohnung hängen. So, wenn ihr richtig wahre, treue Fans seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall schön gestalten. Wie auch immer. Das ist voll warm, Alter. Ja, gleich. Kannst du mal ein Auto bringen? Komplett. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt können wir mal zu dem Booklet. Ja, Mann. Hier. Ja. Damit ihr mal seht, wie das aussieht. Das ist die erste Seite. Bands. Jetzt kommt die nächste. Sehr schöne Bilder auch. Auf jeden Fall sehr gelungene Bilder. Jetzt das nächste. Sklatsch. Sehr schön. Sehr gutes Album. Mystisch auf jeden Fall. Das nächste Sklatsch. Und Stuff. Und Sklatsch. Und Stuff. Und das war's. Und wie ihr seht, man kann alle beide Seiten als Cover benutzen. Und wir können das Ding umdrehen, wenn ihr Bock habt. Weiß oder grau machen, ne? Zwei verschiedene. Hol ich gleich mal ein Handtuch ab. Mensch. Auf jeden Fall, ihr könnt das als schwarzes Logo, also mit dem vorne so machen, oder ihr macht es andersrum, dann habt ihr es so rum. Ja? Einmal grau und einmal schön black. Schwarz. Black matt. Jawohl, Alter. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Okay, das war die Box. Ich hoffe, ihr habt alle sie vorgestellt. Okay, das war die Box. Ich hoffe, ihr habt alle die Box vorbestellt natürlich. Wenn ich sie gemacht habe, einen dicken Fehler gemacht. Das war's von mir und OHL. Auf jeden Fall OHL, Wesel, audiovisuell. Ich sag nur kaufen, kaufen, kaufen. Mehr kann ich dazu sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein sehr schönes Album geworden. Das kann ich versprechen. Und wenn das mal nicht selbst sagt, man bleibt, dann ist da was dran. Auf jeden Fall. Authentizität ist ein Blut. Ja, jetzt habe ich noch Zeuge mitgeholt, damit ihr wisst, was alles ist. Authentizität, nur die echten Leute. Okay, das war's. Unboxing, OLV, OLV. Viel Spaß mit dem Album.